Ja, hallöchen, meine lieben Leute von heute, gestern und natürlich auch von morgen. Yo, wir sind wieder zurück bei Edna bricht aus. Wir befinden uns hier gerade mit der lieben Edna in dem Lüftungsschacht, wo wir gestern stehen geblieben sind. War sogar gestern. Und ich habe euch versprochen, dass wir uns diesen Ventilator noch ein bisschen genauer angucken. Er macht zwar eigentlich nichts mehr Besonderes, aber ich habe trotzdem Lust dazu. Also, reden mit Ventilator. Bereust du jetzt, mir den Weg versperrt zu haben? Dein Schweigen sagt mehr als 1000 Worte. Mehr als 1000 Bilder, gell? Der kommt als Trophäe über meinen Kamin. Nicht. Wäre auch ein bisschen hässlich. Kann man ihn noch benutzen? Ich habe ihn kaputt gemacht. Das hast du gut gemacht. Okay. Sexy Edna wackelt mit dem Popo. Ja. Gehen wir doch mal weiter. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcell? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcell vertuscht etwas. Sobald wir heraus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen, liebe Edna. Nur die Frage ist immer noch, sondern gerade eben gestellt, hat denn wirklich dein Vater überhaupt nichts angestellt? Bist du dir das sicher? Du weißt ja, du konntest dich auch nicht an deine Zehennägel-Besonderheit da erinnern. Und hier übrigens ein sehr schönes Skelett hat wohl versucht, mit dem Löffel einen Tunnel zu graben. Und übrigens, das Skelett ist sehr groß, im Gegensatz zu Edna. Wie groß war der Mensch? Bestimmt 5 Meter groß. Oder nur 5 cm, das kann ja auch sein. Geh zur Ruhe. Hui. Gitter? Sieh an, Gitter? Die Freiheit von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. Heißt das, da kommen wir nicht raus? Hilfe! Ich werde hier festgehalten! Wo sind all die Helfer und Helfershelfer? Die Ritter mit aufdringlich polierter Rüstung? Wo sind all die lästigen Gutmenschen, wenn man sie braucht? Ja, die sitzen wohl gerade in einem Altersheim rum und wischen einem den Hintern aus oder so ähnlich. Nehmen! Zu. War ja klar. Ja, zu erwarten. Benutzen. Zu. War ja klar. Ach, das war das Gleiche. Gut. Geht es denn mit dem Stuhlbein? Freiheit! Freiheit! Anscheinend nicht. Mit dem Zehennagel? Mit dem Zehennagel? Ja, das wäre eine gute Idee. Leider sind die Schrauben außen und ich komme nicht dran. Ja, das ist blöd. Was sagt Harvey zu dem Gitter? Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frottee. Es war jetzt genau der gleiche Spruch wie bei dem Gitter an der Tür. Na, wundertoll. Gehen wir mal wieder rüber. Rüber. Ich wollte gerade meine Maus nicht. Und schauen doch mal dieses Gitter hier an. Alles frei. Alles frei. Dr. Marcell und Hulgur sind gegangen. Okay. Können wir dann... Dr.
Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Jo, klunk. Langsam werde ich richtig gut darin. Ja, hast ja schon ein bisschen Übung anscheinend. Und durch. Sexy Popo. Ja, jetzt. Hing gerade irgendwie ein bisschen. Da sehe ich schon einen Kugelschreiber und den nehmen wir auch gleich. Kugelschreiber. Das ist nämlich so ein echt tolles Instrument, der Kugelschreiber. Und ich weiß auch, was wir noch nehmen können. Nämlich diesen Poloschläger hier unten. Eure Heiligkeit? Jetzt habe ich mit dem geredet, oder? Nehmen. Ein Poloschläger? Jo, sag ich doch. Hier liegt auch noch ein Buch, ein sehr unauffälliges. Schauen wir das mal an. Lexikon, das. Lexikons, Plural, Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Ja, dieses Lexikon, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Das ist ziemlich cool. Und zwar kann man das auf alles und jeden hier benutzen. Und dann liest Edna das entsprechende Sätzchen dazu vor, was in dem Lexikon drin steht. Also ziemlich cool gemacht und so lernt ihr auch noch ein bisschen was, wenn ihr euch das hier anguckt. Reden! Hallo, du... Lexikon? Richtig! Hallo Lexikon! Klugscheißer. Nehmen wir's mal. Da hat sie gar nicht hingreifen müssen, hat sie es so genommen, okay. Gucken wir mal hier. Diplom. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Ah, es wird uns bestimmt noch helfen. Können wir das dann mitnehmen? Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Ich will ja kein Tresor, ich will das Diplom. Aber na gut. Was ist hier? Fotos? Es zeigt einen Jungen, der lächelt. Ich kenne ihn nicht, aber er beginnt mich zu nerven. Vielleicht ist er auch extrem hässlich und beginnt deshalb dich zu nerven. Was ist hier drauf? Ein lernender Junge und... Bin das etwa ich? Komisch, ich bin nur zur Hälfte drauf. Hast dich wohl geschämt, mit aufs Foto zu gehen. Und hier? Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwo hier. Ja, ist wahrscheinlich der Alfred, der Sohn von dem hier Dr. Marcel da. Hier sind wir schließlich im Büro von dem Herrn Dr. Marcel und wenn da ein Junge auf den Fotos ist, es wird wohl der Sohn sein, denke ich mal. Schau an, Artikel. Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Schauen wir uns an. Ja, die Maus geht gerade nicht. Ah, sie schaut in sich selbst. Was ist denn das? Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. Mörder gefasst. In den frühen Morgenstunden stellte sich der 41-jährige Matthias Konrad den Behörden. Obwohl er sein Vergehen, den Mord an einem 8-jährigen Kind, dessen Namen zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, bereitwillig gestanden hat, erwartet ihn wahrscheinlich die Höchststrafe. In diesem Fall der Mord. Der Tod. Entschuldigung. Ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt seine Tochter Edna, die der Obhut von Dr. Horatio Marcel, dem Leiter der hiesigen psychologischen Heilanstalt, überantwortet wird. Mhm, also hat ihr Vater, Ednas Vater, hat anscheinend den 8-jährigen Jungen namens Alfred getötet. Aber ich glaube nicht, dass er das wirklich gemacht hat. Nichtraucher in Streichelzoo vermisst. Hä? Okay. Nichtraucher in Streichelzoo vermisst. Wieder von dem Pussy Bear Observer. Sehr gut. Jo.
dann wissen wir das jetzt auch, warum der dann verhaftet. Genau, ich rufe nur kurz meinen Spediteur an. Bitte? Genau, ich rufe nur kurz meinen Spediteur an. Okay, reden mit Schrank. Hallo, ist da jemand drin? Nein. Beruhigend. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Ja, die können schon ganz schön gruselig sein. Vor allem, wenn sie mitten in der Nacht einfach mal so aufgehen oder man sieht, ey, what the fuck, was soll das? Aber zum Glück kommt da ja nichts raus. Ansehen. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Ja, hast du uns gerade eben schon mal gesagt, benutzen? Oh, den kann man sogar aufmachen, aber bringt uns wahrscheinlich nichts. Kann man denn die Lampe benutzen? Ach nee, nur einen Schreibtisch. Dann benutzen wir halt den Schreibtisch. Ich liebe es. Was hast du da gerade an dem Schreibtisch gerieben, liebe Edna? Ich hoffe, es waren nur deine Hände. Reden mit Schreibtisch. Guten Tag, Herr Tisch. Sie sind 3 Minuten zu spät. Ja, ich... Da war das Gitter. Und ich konnte meine Nägel nicht schnell genug. Das ist keine Entschuldigung. Jo. Süß. Ich will ihn noch nehmen. Ein sehr schöner Tisch. Den nehme ich. Was kostet der? Was? Nein, viel zu teuer. Ich hab's nicht verstehen können. Das war zu leise, aber ich glaube, das war nichts Gutes. Und hier den Kugelschreiber, den habe ich deswegen so vermisst und geliebt, weil wir benutzen den jetzt mit Schreibtisch. Dr. Marcel. Ja, das ist so toll. Also da kann man jetzt so gut wie alles und... Also alles kann man damit bekritzeln. Genau, reserviert für Eddie Konfetti. Soweit ich das lesen kann. Und auf den Schrank auch noch. Ein Smiley. Und auf das Diplom. Darauf hat schon wer unterschrieben. Ja, macht doch nichts. Dann halt, wo kann man noch? Kann man sonst noch? Auf dem Artikel? Nein. Es ist zwar alles gelogen, aber immerhin ist es ein Hinweis auf meine Vergangenheit. Na gut, auf den Fotos? Nein. Niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit Erinnerung einen Bart malen? Nein. Oh, schade. Na gut, ich schaue noch schnell zum Fenster raus. Der Weg zur Freiheit ist deutlich in Sicht. Und das nächste Mal versuchen wir mal mit dem Fenster zu reden. Mal sehen, was dabei rauskommt. Jo, es ist schon wieder Zeit, Pause zu machen. Mit dem Kamin können wir auch noch ganz tolle Sachen machen. Ich mach mal kurz eine Aufnahmepause. Bis gleich oder bis wahrscheinlich sogar morgen, weil ich werde versuchen, jeden Tag 2 Folgen Edna hochzuladen. Und jetzt auch ein neues Let's Play, was ich heute angefangen habe. Da schaut ihr mal vorbei, könnt ihr ja mal gucken. Ist auch ganz lustig. Ja, davon werde ich übrigens auch 2 Folgen täglich, wenn es geht, hochladen. Na gut, bis zur nächsten Folge oder bis zu dem anderen Let's Play. Viel Spaß noch und einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.